Ja, was sagt da? Neues Intro. Cool, oder? Ja, willkommen zur 30. Folge. Weisheiten aus Weg. Und ja, es gibt einen Umbruch, es gibt ein Intro, es gibt ein Outro, es gibt schnelle harte Schnitte. Und ja, ich versuche das Ganze ein bisschen zu kürzen. Ich habe jetzt schon von mehreren gehört, 15 Minuten sind einfach zu lang. Mit meiner blöden Laberei. Die Aufmerksamkeitsspanne hält nicht so lange. Tja, euer Problem. Trotzdem versuche ich es mal ein bisschen knackiger zu machen. Naja, egal, wie auch immer. Ich probiere mich dann mal ein bisschen am Schneiden, wie auch immer. Da gucke ich jetzt mal direkt. Da hätten wir direkt die erste Weisheit des heutigen Abends. Und zwar vom Siegfried. Ich lese mal vor. Deine Seele ist ein großer, stiller See. Verschiedene Menschen werden dir dort begegnen. Viele Menschen werden dich nur neugierig betrachten, manch Interessantes und Schönes an dir entdecken, sich aber dann doch irgendwann umdrehen, gehen und dich vergessen oder auch fallen lassen. Manche Menschen können ihren Spaß und ihre Freude mit dir nur auf deiner Oberfläche erleben. Sie werden manch schöne Erinnerung an dich behalten, dich aber wieder verlassen. Einige Menschen trauen sich unter deine Oberfläche und versuchen, dich zu ergründen. Ihre Angst und ihre fehlende Ausdauer lassen sie aber nur frustriert wieder auftauchen. Nur ganz wenige Menschen schaffen es, sich bis zu deinem Grund durchzukämpfen, um dich im Ganzen zu entdecken und die schönen, aber auch die weniger schönen Seiten an dir zu sehen. Das sind die Menschen, die dich lieben, so wie du bist. Sie werden in dir etwas ganz Besonderes sehen und dich hüten wie einen Schatz. Meine Fresse. Soll ich das jetzt aufdröseln, dass auf meiner Seele viele Menschen sind, wie auf der Oberfläche von einem See? Irgendwie finde ich das suspekt. Ich würde sagen, Siegfried ist eine Pfeife. Die liebe Helga hat uns direkt auch was Kurzes, Knackiges geschrieben. Wer keine Zeit hat, den hat die Zeit. Helga sieht tatsächlich aus wie die Helga von Stromberg. Die Helga, die am Herzinfarkt gestorben ist. Naja, wer war schuld? Naja, die Helga, das hat sie geschrieben. Wer keine Zeit hat, den hat die Zeit. Wer keine Zeit hat, den hat die Zeit. Helga, ich kann deine Weisheit gut verstehen. Wir können sie alle gut verstehen. Darum muss ich mal einfach sagen: Ein spontaner Applaus für Helga. Leute, kommt! Ja. Ja, etwas zögernd, aber Leute, Leute, so kenne ich euch, Junge. So, Helga hatte dies und das geschrieben. Jetzt schreibt Elisabeth, schreibt als Statusmeldung: Schade an denen, die nur an Hot denken. Wo ist der normale Mann? Die nur an Hot denken. Tja, Elisabeth, ne, Helga ist ja gar nicht mehr. Ist jetzt Elisabeth. Die Elisabeth sieht ein bisschen aus wie so ein Hamster mit langen Haaren. Ja. Bin liebevoll, hilfsbereit, habe viel Spaß im Leben, liebe meine Kinder über alles. Haus, und die Elisabeth. Wo Elisabeth schon mal war, Schweiz, Kanada und wo meine Füße kommen. Ja, ich sehe ja gar nichts zweideutig. Ich sehe ja gar nichts zweideutig. Ich sehe es einfach so, wie es da steht, wo meine Füße kommen. Wo meine Füße kommen, da war ich schon mal. Da die liebe Elisabeth hot ist, werde ich jetzt ihr Profil ganz schnell, aber ganz schnell verlassen. Und befinde mich wieder hier auf der Neuigkeiten-Seite. Ja, dann haben wir direkt den ersten Witz des Tages aus aktuellem Anlass. Hey, ich bin Politiker, bist du 16?
Vampir in der Bäckerei. Drei Brötchen, bitte. Die Verkäuferin irritiert. Seit wann essen Vampire Brötchen? Da vorne ist ein Unfall und ich brauche was zum Dippen. Ihr fandet das doch jetzt nicht lustig, oder? Okay, danke. So, die alten Grundschulwitze mal außen vor gelassen. Suchen wir weiter nach den Weisheiten. Das wollen wir jetzt mal ganz schnell machen. Bei Werk in Wien liest man nicht nur Weisheiten, man liest nicht nur Witze, man liest nicht nur geile Anmachsprüche, sondern man bekommt auch Einblick in das Schicksal so vieler Menschen. Und eins dieser Schicksale hat jetzt hier den Professor ereilt. Der Professor so und so schreibt: Bin gespannt, ob wir heute ausreisen dürfen. Wurden ausgeraubt und Thorstens Reisepass ist weg. Drückt uns die Daumen, wir wollen endlich heim. Tja, ich würde mal einfach sagen: Pfeifen! Sorry, ist manchmal ein bisschen assi. Aber ich sitze hier und mir geht's gut. Ja. Ich entdecke hier auf Werk in Wien wieder allerlei empörte Ausrufe von Frauen, die belästigt wurden. So damals, wie damals Sabrina Babe. Sabrina Babe hat sich ja jetzt nicht besonders viel beteiligt an dem Austausch, weil Sabrina Babe nicht so oft online war. Naja, aber die Frauen, die oft online sind und dann natürlich noch Statusmeldungen schreiben, weil anders kommen nämlich die notgeilen Säcke nicht auf die. Naja, aber das mal am Rande. Naja, diese ganzen Frauen schreiben, ich alles Mögliche, nur nicht auf Beziehungssuche sein. Nein, ich kenne niemanden, mit dem ich noch nie geschrieben habe. Nee, lasst mich in Ruhe, ihr Notgeilen hier und so. Also, da geht's schon wieder ab. Was haben wir denn? Wir haben jetzt Dienstagnacht, Montagabend so gesehen. Und alle anscheinend sitzen eine Menge geile Stecher in Erwartung einer nympholmanen Frau am PC. Danke. Ja, so viel Kreativität muss belohnt werden. So, ja, und diese geilen Stecher, was soll ich zu denen sagen? Es sind natürlich auch Pfeifen, ist klar. Weil, nee, geht einfach nicht. So, Harry schreibt: Das ordinäre Herrenrad der Länge nach eine Stange hat. Knallt man da drauf mit dem After, dann klafft der. Knallt man da drauf mit dem After, dann klafft der. After, dann klafft der. Ich hab's. Ich bin zu blöd. Knallt man da drauf mit dem After, dann klafft er. Ja, genau, so ist es. Harry, lieber Harry, hat ein selbstgemaltes Bild im Profil hier. Der Junge da. So ein ganz bärtiger Typ, ne? Ja. Ne? Jung, hau ab, du. Mit deinen tollen Witzen. Und zu guter Letzt dieser diesmal verkürzten und in Zukunft auch verkürzten Weisheit aus Werk in Wien widmen wir uns nochmal ein bisschen dem Harry, denn der Harry ist ein wahnsinniger Witzbold. Und der Harry schreibt: Musik, alles was brummt, fast alles. Filme, Teaserfilm, Ölfilm, falscher Film. Bücher, Sparbuch, Gesangbuch, Fahrtenbuch, Bilderbuch. Wo Harry schon mal war, ui, das war klasse. Wo Harry mal hin will, mal wieder zu den Elchen.
Du Pfeife. So, liebe Leute, das war's auch schon diesmal bei Weisheit aus Weckend, diesmal viel weniger. Ich hoffe, ihr konntet euch so lange konzentrieren, ihr armen Würstchen. Wenn nicht, dann guckt doch hier was anderes. Hier, die 5-Second-Films. Gibt's übrigens, kann ich mal verlinken. Da. 5-Second-Films. 5-Second-Films. Aber es gibt ja jetzt auch ein Outro bei diesen Weisheiten aus Weckend gehen. Und in diesen Outros werde ich jetzt nochmal die 5-Second-Films verlinken. Wenn ich es nicht mache, dann hatte ich keinen Bock. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war gut. So gut wie immer. Tschüss. Hab noch was Wichtiges vergessen. Weisheiten aus Weckend wehen machen das Leben erst richtig schön. Weisheiten aus Weckend wehen helfen uns, das Leben zu verstehen.